Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online. So, gestern ist Seabreeze bei mir eingezogen. Die steht geduldig unten vorm Schloss und wartet nicht vom Schloss, hier vorm Landgut und wartet darauf, dass wir wieder runterkommen. Aber wir müssen jetzt erstmal mit Franz reden, denn der will ja immer noch irgendwie Courtney als Köchin gewinnen. Na gut, dann werde ich mal persönlich mit dieser Dame reden. Für wen hält sie mich eigentlich? Ich bin Karl Franz von Silbergabel. Niemand behandelt mich so, ohne die entsprechende Antwort zu bekommen. Triff mich in Silverglade, Tiffany. Wie findet man dort eigentlich hin? Aha, verstanden. Wir treffen uns dort. Oha, Karl Franz steht die Suppe bis zum Hals. So, dann reiten wir mal los. Seabreeze ist mittlerweile Level 3. Ich habe nämlich nach dem Kaufvideo noch 3 Rennen mit ihr gemacht. Und zwar einmal das Rennen bei Steve's Farm, das bei Marley und das in Fort Pinter. Das heißt, ich habe 3 Rennen mit ihr gemacht, die 250 Erfahrungspunkte bringen. Die Kleine ist jetzt also schon ein bisschen flotter auf den Hufen als in der letzten Folge. Ja, und ich habe leider gerade, ja, ich habe keine schöne Satteldecke dabei, die Werte hat. Leider gerade nicht. Müssen wir mal schauen. Wie viel Schilling habe ich? 4920, okay. Es wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich wieder an Schillinge komme. Ich habe übrigens geplant, übermorgen eine Daily-Folge zu machen. Ich habe mir gedacht, ich mache dann immer sonntags die Daily-Folge. Dann können wir vielleicht die Dailies unten im Jorvikstall machen. Denn die und die in Jarleheim, die sind relativ dicht beieinander, bringen viel Erfahrung, viel Gold, viel Schillinge und ich brauchte ja sowieso noch Ruf für die Reithose. Tiffany, zeig mir, wo diese Dame haust. Ich werde sie konfrontieren und ihr meine Meinung geigen. Da hinten! Jetzt bin ich bereit für einen Streit. Wo wohnt diese Courtney? Ist sie das dort hinten? Sie ist ja ziemlich... Ja, sie ist ziemlich. Engelsgleich. Oder wie, oder was? Karl Franz? Oh, du, oh, wir sind beliebt beim Weingut. Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Meine Knie werden weich und ich leuchte vor Freude, wenn ich dich sehe. Courtney, du schönste aller Rosen, ich bin dein ergebener Diener. Wie kann ich dich nur davon überzeugen, mich auf meinem Gourmet-Abenteuer zu begleiten? Sprich es aus und ich werde dir deine Wünsche erfüllen. Irks. Wie könnte ich Nein zu dir sagen, mein kleiner süßer Franz? Oh, wir werden sehen. Es ist so schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich will die Hälfte des Restaurants, Entscheidungsgewalt über die Speisekarte, freie Arbeitszeiten, Gesundheitszuschuss, Schuhzuschuss, Kinderzuschuss, gratis Kaffee, mein Porträt auf dem Restaurantschild, einen neuen Rock, ein Bonussystem und einen Firmenwagen. Butz. Da haut sie erstmal raus. Du bekommst alles, was du willst. Mein ist dein. Mit Ausnahme meines Herzens. Uff, endlich ist mir das Glück hold. Liebste Courtney, du bekommst alles. Folge mir zum Restaurant, sodass wir ein Paradies auf Erden eröffnen können. Oh, wie könnte ich zu meinem süßen Schnuckiputz Nein sagen? Du Schnuckiputzi-Tutzi. Unterschreib einfach diesen Vertrag hier. Du musst das Kleingedruckte nicht lesen. Gut, gut. Und eine Unterschrift hier. Und hier, genau. So, hätten wir das auch geregelt. Also, Franzi Panzi, willst du mir nicht das Restaurant zeigen? Oh Gott. Liebe Tiffany, triff uns im Weingarten. Wir müssen uns beeilen. Ich muss meiner Liebsten das Goldstück Silverglades zeigen. Mein Restaurant. Wie kann das das Goldstück sein, wenn es die silberne Gabel ist, Mensch? Triff uns dort. Ja, alles klar. Eieieiei. Ja,
Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Bei so viel romantischem Gesülze. Ganz ehrlich, ich bin auch... Ja, bin ich ein Romantiktyp? Eigentlich bin ich gar nicht so der krasse Romantiktyp. Ich würde jetzt gar nicht sagen... Also wenn ich jetzt... Ja, wenn man jetzt einen Antrag bekäme oder sowas, dann wäre sowas mit Kerzen und sowas, wäre schon süß. Aber wenn man jetzt einfach so aus heiterem Himmel, so mit Rosenblättern und Kerzen und allem drum und dran, dann würde ich sagen, okay, vielleicht ein bisschen zu viel. Ein bisschen too much, so für einen normalen Anlass. Wie gesagt, wenn man jetzt... Was weiß ich, wie gesagt, wenn man jetzt einen Antrag plant oder sowas, okay, dann kann man ruhig mal so ein bisschen in die Romantikkiste greifen, ein bisschen tiefer, aber ich finde so mega romantische Sachen im Alltag, finde ich echt irgendwie zu viel. Da sind es halt irgendwie, finde ich persönlich, eher die kleineren Gesten. Hallo. Oh, Tiffany, da bist du ja. Ich zeige Courtney gerade herum, führe herum. Oder zeigt er sie hier am Weingut rum und sagt, hey, das ist meine Courtney. Nicht schlecht. Ein paar kleinere Veränderungen und der Laden wird brummen. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Hör nun zu, Karl Franz. Diese Speisekarte, das wird nicht klappen. Wachtel, Gänseleber und teure Käse funktionieren vielleicht auf dem Kontinent, aber hier in Silverglade bestimmt nicht. Ich werde eine neue Karte aufsetzen, also zerbrich dir nicht deinen Kopf. Da hat Courtney nicht Unrecht. Karl Franz, mein Liebling, ich bin die Rechnungen durchgegangen. Eine sehr hohe Rechnung von James aus Fort Pinter. 50.000 Jorvik-Schillinge für ein paar Eimer und anderen Müll. Was hast du dir dabei gedacht? Mach dir keine Sorgen, ich werde mich darum kümmern und diesem Lümmel ein paar Takte dazu sagen. Tiffany, hilf doch endlich mal mit. Hier ist ein Schild mit der neuen Speisekarte. Stell es dort hinten auf, sodass wir eröffnen können. Wenn doch mein Vater nur sehen könnte, dass ich jetzt Restaurantbesitzer bin. Sein kleiner Schatz. Ach, du bist traurig? Warum? Er ist tot? Was? Wer hat das gesagt? Meine Brüder, die haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Mein Vater lebt. Ich habe letzte Woche noch mit ihm gesprochen. Oder letztes Jahr. Wie auch immer, er ist nicht tot. Ihm ging es nie besser. Ronnie Bob Summers stirbt nicht so einfach. Stell jetzt endlich das Schild auf, sodass wir eröffnen können. Okay. Oh, da hinten ist ein Regenbogen. Das müssten wir unten aufstellen, ne? Ja, genau hier. Na, du kleine Seabreeze. Ich weiß, momentan musst du dir oft die Hufe in den Bauch stehen. Kommt, das wird sich aber noch verändern hier. Liebe Tiffany, danke für deine Hilfe. Du wirst für alle Zeit unser Ehrengast im Restaurant sein. Jetzt wollen wir eröffnen. Ich bin so froh, Courtney gefunden zu haben. Ich muss jetzt arbeiten. Ich habe vergessen, einen Kellner anzustellen. Courtney hat gesagt, dass ich deswegen jetzt kellnern muss. Sie denkt einfach an alles. Sie ist so toll. Ja. Gut, hat sie nicht Unrecht, ne, wenn er das vergisst? Gut, dann wäre alles bereit und wir können eröffnen. Willkommen im Restaurant Silbergabel, Tiffany. Danke für alles. Nach den Gesprächen über das richtige Geschenk zur richtigen Zeit wäre es eine Frechheit, wenn ich dir jetzt keines geben würde. Hier, das perfekte Geschenk zu diesem Anlass. Aus Dank für deine Verkupplungshilfe und deine Unterstützung dabei, meinen Traum zu verwirklichen, bekommst du eine Diamantkette. Oh, verzeih mir, jetzt werde ich ganz rot. Dieses Geschenk muss man jemandem geben, der einem dabei geholfen hat, eine schwere Tasche an einem Samstag zu tragen. Bitte entschuldige, wie konnte ich mich nur so irren? Das wissen doch alle. Du bekommst natürlich eine Kappe und keine Kette. Eine Diamantkette, wie peinlich. Das ist ja gerade noch einmal gut gegangen. Bitte. Tiffany, du bist jederzeit herzlich willkommen. Ciao. Was? Aber die Diamantkette hätte ich gut verkaufen können. Die Mütze ist das hier, die haben wir bekommen, die Kaffeekappe. Mit Reiten plus 3, Befehl plus 5 und plus 3. Zum Glück hast du nicht die Diamantkette bekommen. Puh.
Die ist eigentlich ganz cool, aber leider ist sie nicht für Championate geeignet. Die wird wohl trotzdem einen Platz bekommen in meinem Schrank. Wir könnten jetzt hier rein theoretisch mal noch eben das eine Rennen reiten. Ich habe jetzt zwar eigentlich schon so meine Folgenlänge erreicht, die ich momentan immer mache. Aber dann lasst uns hier mal noch eben das Rennen reiten, was 250 Erfahrungspunkte bringt. Da bekommt Sea Breeze direkt mal noch ein paar Erfahrungspunkte obendrauf. Hat sie sich dann heute direkt schon mal ihre 1000 Erfahrungspunkte verdient. So an Tag 1. Und dann können wir schauen, dann ist genau in der nächsten Folge, machen wir dann die Dailies beim Jorvik-Stall. Wie gesagt, das lohnt sich einfach für mich gerade doppelt. Zum einen liegen da einfach sehr viele Dailies ziemlich dicht beieinander. Das heißt, man braucht nicht so mega viel Zeit, um die Dailies da alle abzuschließen. Und wie gesagt, ich brauche ja sowieso noch Ruf, wenn ich mir dann irgendwann die Reithose mal kaufen möchte, die beige. Weil dafür reicht ja mein Ruf leider noch nicht. Da beim Stall, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es nur das Level, was nicht gereicht hat? Irgendwas hat auf jeden Fall nicht gereicht. Und ja, von daher. Ich glaube tatsächlich, dass ausgerechnet der Ruf beim Jorvik-Stall jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend ist für weitere Quests. Aber der ist halt wirklich gut, um an Schillinge zu kommen. Deswegen würde ich damit einfach morgen mal anfangen. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, wo wir Dailies machen könnten momentan, die wir wirklich bräuchten noch für späteren. Doch, bei Frau Drake. Aber okay, das ist ja im Endeffekt auch direkt in der Gegend. Können wir ja mal gucken, was wir da alles machen. Die Dailies werde ich nicht vorlesen, weil das sind im Endeffekt alles Aufgaben, die wir so oder so ähnlich schon mal gemacht haben. Aber dann können wir der ja auch noch einen Besuch abstatten. Das passt sich dann ja eigentlich sehr gut. So, ihr Lieben. Dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch am Sonntag mit dabei sein würdet bei einer weiteren Folge Star Stable Online. Und natürlich würde ich mich auch über einen Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Also dann, macht's gut und bis dahin. Tschüss!